Ja, das totgeglaubte länger leben, das ist ein sehr schöner und sehr hoffnungsvoller Gedanke, aber meistens ist er schlicht falsch. Im Fall von Michael Ackermann aus Marburg, da trifft er aber tatsächlich zu. Schnaps, Wein, Bier, alles in rauen Mengen schüttete Michael in sich hinein bis zum Organversagen. Die Ärzte im Krankenhaus, die gaben ihm dann auch keine Überlebenschance mehr. Das Ende ganz nah. Doch eine Frau, die gab ihn nicht auf. Wer Michael Ackermann aus Marburg heute sieht, glaubt nicht, dass es dieselbe Person ist wie der Mann auf diesem Foto. Doch so sah er vor gut zwei Jahren aus, todkrank, die Leber vom Alkohol zerstört. Am Ende waren es eine Flasche Schnaps, drei Flaschen Wein, 10 Flaschen Bier am Tag. Ich konnte die letzten Wochen nicht mehr gehen. Ich habe mich auf Toilette geschleppt, mein Urin war blutrot, ich hatte wässrigen Durchfall. Und ja, konnte praktisch nicht laufen und habe wochenlang überhaupt nichts mehr essen können und nur Alkohol zu mir genommen. Michael Ackermann trinkt schon seit Jahren und als dann familiäre Probleme dazukommen, ist ihm alles egal. Als Haut und Augen sich gelb färben und er zusammenbricht, ruft seine Frau den Notarzt. Michael Ackermann kommt auf die Intensivstation. Die Ärzte versuchen alles, doch nach ein paar Tagen sagen sie ihm, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Die Ärzte dort sagten mir, 3 bis 4 Monate wären noch meine Lebenserwartung und danach wäre ich definitiv tot. Ohne Chance, ohne Option. Keine Chance mehr, keine Aussicht auf Heilung. Doch dann ist es ein einziger, einfacher Satz, der alles ändert. Und sie hat ihn gesagt. Ines Karges, die Hausärztin von Michael Ackermann, bringt die Rettung. Als er mir eben erzählt hatte, dass die ihn alle aufgeben wollten, 5 bis 6 Wochen, dann wäre er tot. Dann habe ich gesagt, so schnell stirbt sich's nicht und wenn er dran arbeitet, dann schafft er das auch. Michael Ackermann beginnt Sport zu treiben. Er trinkt keinen Alkohol mehr, hält eine spezielle, strenge Diät ein und er wird gesund. So schnell stirbt es sich nicht. 6 Wörter, die ein ganzes Leben geändert haben. Dieser Satz hat mich die ganze Zeit, die ganzen Monate über begleitet und immer wieder Hoffnung gegeben, wenn es mal ganz unten schien. Immer noch zweifelnd geht er zur Kontrolluntersuchung, lässt seine Leberwerte überprüfen und dann die grandiose Nachricht. Der Leberarzt sagte dann, guckte auf die Werte und sagte, Herr Ackermann, Sie haben es geschafft. Sie haben eine normale Lebenserwartung. Ich sitze mit meinen Kollegen über den Blutwerten und wir haben nur den Kopf geschüttelt, weil es ist unglaublich, aber Sie haben es geschafft. Heute geht es dem 51-Jährigen wieder richtig gut. Seine Geschichte hat er aufgeschrieben. Er will sie veröffentlichen und anderen damit Mut machen, die vielleicht in einer ähnlichen Lage sind. Ich wollte mich ja damals töten nach der Diagnose. Ich hatte nur die Kraft nicht geschafft zu springen. Und ich möchte jeden, der auch solche Prognosen bekommt, ermutigen, kämpfen, einfach weiterkämpfen. Es heißt nicht, dass es Ende ist. Ich bin das beste Beispiel. Die Geschichte von Michael Ackermann soll demnächst als Buch erscheinen. Der Titel, na klar, so schnell stirbt es sich nicht. Dieser eine einfache Satz, der ihm das Leben gerettet hat.